Hallo und willkommen zurück zu Might and Magic 10 Legacy. Wir sind, haben erstmal die Stadt erkundet, kann man jetzt hier aus der Kiste noch was holen? Nein. Und wollen jetzt mal sehen, wo wir hin müssen. Wir müssen die Spinnen jagen, wir müssen alles mögliche, wir haben haufenweise Quests gekriegt und werden einfach mal schauen, wo wir als erstes treffen. Wir haben am letzten Mal eine Spinne bekämpft, die uns, die zumindest Edle vergiftet hat und deswegen musste ich schon mein erstes Gegengift verbrauchen. Wir haben auch nicht so viel Mana-Punkte, ich weiß nicht, ob die so regenerieren, die Mana. Oder ob man dafür schlafen muss oder so. Scheinen sie nicht zu regenerieren. Okay, ich weiß ja noch nicht, wie das alles hier funktioniert. Warte mal, kann man hier hin? Hier gibt's aber nichts. Okay. Seitwärts die Treppe hochgehen. Standard. Was gibt's hier? Nix, wie es aussieht. Wo kommen wir hier hin? Hier ist wieder so ein Fass links. Risiko. Fass mit pulsierenden blauen Flüssigkeit. Ist das wieder defensiv oder offensiv? Wir geben das mal Edle. Widerstand gegen Wassermagie. Yes! Gottes Willen. Schrei nicht so, Edle. was ist hier in der Ecke? Hier ist nichts, ne? Ich will nur immer die Felder gerne einmal betreten, wenigstens, damit die aufgedeckt sind. Hier ist eine Kiste. Kiste! Alles plündern! Yeah! 182 Gold. Was ist hier? Orlenes Haus betreten. Hallo zusammen, kann ich euch helfen? Den Quatsch, Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Den Klatsch quatsche ich jetzt nicht voll. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes, aber erstmal gehe ich auf den Auftrag ein. Blumen für die gefallenen Helden. Mein Bruder Severin war Soldat und das war im Jahrzehnt. Nee, haben wir nicht. Uns bei Verleihung von Burg Portmeiron gegen die Dämonen gefallen. Herzog Anton und Greif, vom Greif, der Portmeiron, Gottes Willen, am Ende der zweiten Blutmondfinsternis befreit, er ließ einen Schrei hin zum Gedanken an all diejenigen Soldaten errichten, die ihr Leben auf der, für die Halbinsel und das Heilige Imperium gegeben hatten. Da Asche meines Bruders nie geborgen wurde, habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, am Jahrestag seines Todes Blumen auf den Schrein zu legen. Doch nun, da Banditen das Land durchstreifen, konnte ich die Reise in diesem Jahr nicht antreten. Falls eure Reise in der nächsten, in die Nähe des Schreins führen. Achso, falls euch eure Reisen dorthin führen, könnt ihr die Blumen darauf ablegen. Das Schrein befindet sich unmittelbar auf halbem Weg zwischen hier und Portrimeion. Ein wenig westlich der Hauptstraße. Er sieht wie ein kleiner Torbogen mit mehreren Engelstatuen. Oh, darauf aus. Okay, das machen wir. Mal wieder einen neuen Auftrag. Jede Menge Aufträge, die wir hoffentlich nebenher erledigen können. Und hier geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir erstmal wieder runter. Zumindest kann man so mit WASD seitwärts laufen. Hier ging es nicht weiter. Hier, das Feld haben wir noch nicht betreten. Gibt es hier was? Nee. Hier ist diese Potion-Brauerin. Du hattest irgendwas. Du wolltest dich mir anschließen, aber wir wollen nicht. Weil wir haben schon so viele Leute. Wir gehen mal hier lang. Was war das hier? Eileens, da waren wir schon, ne? Ja. Gehen wir hier lang. Hier hinten gibt es noch keine Kiste. Schade. Wo geht's hier hin? Ah, hier verbindet sich der Weg. Aha. Hier ist der Schmied, da waren wir noch nicht. Gab's hier was? Nee. Wir gehen mal kurz zum Schmied. Da müssen wir auf die Karte gucken, wo wir dann hin müssen. Ich sehe ja gerade nicht durch. Hat der auch einen Auftrag oder hat der nur Ausbildung Experte mit schweren Rüstungen? Nicht gut genug für diesen Rang. Okay. Klatsch. Handeln. Was hast du? Okay, Lederrüstung, Zeugs, Gelumpe. Hat einer von euch eigentlich eine Rüstung an? Nee, ne? Ihr habt überhaupt keine Rüstung. Gottes Willen. Minus 6 Angriffswert? Was soll denn der Mist? Na gut, wenn es Angriffswert ist, ist es ja nicht so schlimm. Dann macht man das den Mag. Können das Magier tragen? Anfängerleichte Rüstung. Okay. Hast du das 2 Speere? Ach nee, das ist 2 Handwaffe, deswegen. Wasserabweisende Magiersandalen. Widerstand gegen Wassermagie. Was ein Mist. Ich weiß gar nicht, was hier für Magien stark sind und wann man worauf trifft. Feuerabweisende Bronzerüstung. Also blau ist wohl seltener als grün. Und weiß ist nichts. 5 Widerstand gegen Feuermagie zu 100% Schutz vor magischem Schlaf. Okay. 16 Rüstung minus 12 Angriff. Dann würde ich ja nur noch mit Zaubern machen wollen. Könnt ihr alle kein Schild tragen? Du kannst doch ein Schild tragen, oder? Das hört sich an, ey. Hör auf zu sägen hier hinten. Dann gehe ich ja wieder. Mir zu doof. Kurz die Karte anschauen. Falsche. Wo sind wir eigentlich? Da.
Hier ist noch eine Ecke, aber da wird der Brunnen nicht sein. Das heißt hier... Ritter Christian. Wo ist denn der Brunnen? Die Schatzkammer muss ja hier oder hier irgendwo sein. Dann gehen wir erstmal hier die Ecke ab. So, hier lang. Hier ist noch ein Schmied. Kaldelwels Waffen. Ach, hier gibt es Waffen, okay. Hat er einen Auftrag? Nee. Ausbildung, Experte für Kriegsführung. Nicht gut genug. Handeln. Improvisierte Armbrust. Hört sich gut an. Piratenarmbrust. Gott, macht dir einen Schaden. Kann irgendeiner die von euch tragen? Du. Cool. Interessant. Das ist die gleiche, die du hast, oder? Nee, noch stärker. Macht Luftschaden zusätzlich, macht Erdschaden zu. Interessant, wie das hier alles funktioniert. Muss man erstmal rausfinden. Das ist ein. Was ist denn das? Zweihändiges Schwert, okay. Das heißt, das müssen wir alle möglichen Skills noch lernen. Okay, gut zu wissen. Dann gehen wir hier lang. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Gibt's hier was? Moment. Ne. Ach, hier oben waren wir noch. Doch, hier waren wir schon. Jetzt nochmal die Karte. Wir gehen mal hier lang oder hier? Hier erstmal lang. Wo müssen wir jetzt hin? Du quatschst nur mit anderen, nicht mit mir, ist klar. Würde ich auch nicht. Warte mal, hier ist irgendwas. Geradezu. Was ist denn hier? Ach, hier ist das Spinnennest. Ah, der Brunnen. Stimmt, ich erinnere mich, da war was. Wir gehen... Oh, wollen wir uns das trauen? Edle ist ein bisschen angeschlagen. Und wir haben noch keine Heilzauber, nur Heiltränke. Wollt ihr das Verlies Spinnennest wirklich betreten? Bestätigen. Sollte ich vielleicht erstmal speichern, oder? Lade. Sehen wir denn aus der Entfernung schon Gegner, dass wir die mit Fernkampf schon angreifen können? Ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert. Weil die Spinne kam ja direkt aus der Kiste und bisher haben wir noch keine anderen Feinde gesehen. Findet und tötet die Spinnenkönigin. Wollt ihr mich rollen? Ich speichere mal. Ja, wie gesagt, hier habe ich Testgruppe erstellt. Speichern. Ja. Gut, wir sind... hier ist die Minimap, genau. Sehen wir hier Gegner? Noch nicht. Kiste gibt's auch nicht. Okay, also die sagen alle, hier ist irgendwas. Aha, aha. Wenn der Gefahrenanzeiger eine rote Farbe bekommt, weiß mindestens ein Feind von der Anwesenheit der Gruppe und wird mit einem Angriff auf euch versuchen. Das bedeutet auch, dass ihr nach Beendigung eurer Runde, entweder nach der Bewegung der Gruppe oder nach einer Aktion mit jedem Gruppenmitglied, warten müsst, bis alle Feinde ihren Zug gemacht haben, bevor ihr wieder an der Reihe seid. Okay, da ist eine Spinne. Ist die direkt vor uns oder ist die weiter? Die ist direkt vor uns. Okay. Wir fangen mal an mit ein bisschen Feuerballer an. Wie viele Mana-Punkte hast du eigentlich? Das kostet 20, ne? Wir werden erstmal wieder herausfordern. Und dann werden wir halt mit Nahkampf erstmal ein bisschen töten, damit es nicht ganz so viel Mana kostet. Wie viel Mana hast du eigentlich? 45. So. Der ist auf Baal fokussiert. Du machst Nahkampfangriff. Okay. Du machst... Du kannst nix... Du hast noch 70 Mana. Wir machen das. Schaden und so. Und du machst Fernkampf, würde ich sagen. Ach nee, ist Nahkampf, ne? Aber du machst keinen Schaden. Warte mal, wie viel Schaden machst du denn? Hälfte Schaden, Nahkampf stand da. Das heißt... Wir probieren es mal im Nahkampf mit 4 Schaden. Autsch. War alles vergiftet. Nächstes Mal wieder. Ich hoffe, die droppt wieder eine neue Gegengift. Du greifst einfach nur an.
Verfehlt, klasse. Du machst doch mal Feuermagie. Gut. Du hast nur 68 HP. Bitte mal einen Heiltrank, Gift gegen Gift. Genau, hat sie nämlich gedroppt. Konnte man nutzen. Wir sind hier. Es gibt keine Seitenwege, aber vielleicht gibt es irgendwo an den Seiten Schätze oder so. Da ist eine Spinne. Können wir die angreifen? Wie kann ich denn die anwählen? Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Hm. Okay, also die hat uns gesehen. Die ist aber noch weiter weg, oder? Das heißt, wir könnten jetzt Fernkampfangriff machen. Yeah. Hast du einen Fernkampf? Nee. Hast du? Du hast Zauber, Zauber, Zauber. Wir können ja sowas hier machen. Yeah. Schönen Fernkampfmöglichkeit. Du könntest mit dem Feuerball dahinter schleudern, dann würdest du nicht an uns rankommen. Das ist jetzt der Vorteil, darum geht's mir. Und du kannst dich verteidigen. Okay, die ist noch immer noch so weit weg. Na dann, Fernkampf. Gut. Ich komme nächste Runde noch ein Feld weiter. Kann ich jetzt auch rückwärts gehen? Nee, scheinbar nicht. Kann mich nicht bewegen, was Mist. Ihr könnt Mana-Tränke benutzen, das Mana eines Charakters aufzufrischen. Lebenstränke. Ja. Ist mir klar. Das macht Edle mit Fernkampf. Gut. Mindestens ein Feld. Sobald sich mindestens ein Feind auf einem Feld auf dem Standort der Gruppe benachbarten Feld befindet, muss niemand kann sich mehr entfernen. Überdrehen, um andere Feinde in andere Richtungen anzugreifen. Okay. Du tötest mal bitte. Gut. Das war eine Riesenspinne? Interessant. Dafür haben wir sogar Fernkampf besiegt. Und die hat einen Lebenstrank gedroppt. Gut. Also, einen Heiltrank halt. Gibt's hier was? Ne. Kostet mich das Aktionen, wenn ich mich drehe eigentlich? Wenn wir davor kommen, wird bestimmt jetzt hier... Arsch. Baal ist mal wieder vergiftet. Hätte ich vorher mal irgendwas machen sollen zu deffen oder so, ne? Wir machen erstmal so. Lass mal Baal ruhig mal ein bisschen Schaden kriegen. Nahkampf, 25, wunderbar. Du kannst ja nochmal Eis zaubern. Und du machst Fernkampf. Ich weiß, es ist nur die Hälfte Schaden, aber besser als deine 4 Schaden Nahkampf. Du bist vergiftet, ich weiß. Nein! Und du kannst nicht. Warte mal. Falsch. So. Kann ich dir ein Gegengift geben? Nee. Nochmal 8 Schaden. Und 9 Schaden. Und 5 Schaden. Na dann, töten wir mal. Da war das Gift wieder da. Mist. Dann hier Gegengift und ein Heiltrank. Yeah. Wir sollten vielleicht dir einen Mana-Trank geben, weil du kannst nichts anderes machen, außer doof dastehen, wenn du keine Mana hast. Edle könnte noch zaubern, aber Edle kann nur Fernkampf. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen ans Kampfgeschehen gewöhnen und das ist ja wohl scheinbar eine gute Ecke dafür. Was zur Hölle. Okay, also das Vieh hat noch nicht angegriffen. Wir versuchen das Vieh mal zu töten, instant. Du könntest ja die himmlische Rüstung machen, ne? Obwohl, du bist doch Kampf... Schadensmagier. So. So. Gut, wir haben jetzt himmlische Rüstung, 58 Schaden, sehr gut. Und du machst... Kann ich da auf Fernkampf machen? Diagonal oder so? Weiß ich nicht, wie geht denn das? Na egal, wir machen einfach hierauf.
Oder treffen einfach mal nicht. Null Schaden, haha. Nicht mal vergiftet. Also das hilft auch gegen Vergiftung. Das ist wunderbar, finde ich. Dann werden wir das Ding mal öfter benutzen. Wir wissen aber noch nicht, wie viel Schaden das noch absorbiert. Das ist ja doof. Mach mal das Ding, bitte verlangen. Kann sich nicht bewegen. Bitte verlangsamen. So. Und du. Windstoß. Oh, nicht schlecht. Yeah. Quadro 11 ist vergiftet. Das, da hilft das Schild scheinbar nicht. Mist. Du siehst auch wunderbar aus. Mit deiner Vergiftung. Also der Windstoß ist schon mal hilfreich. Was? Man kann. Achso, man kann die hier bewegen. Na gut. Macht ihr auch eigentlich was? Steht im Kampf nicht zur Verfügung. Okay. Himmlische Rüstung hilft nicht gegen Gift. Das ist schon mal gut zu wissen. Du machst mal Windstoß auf das Vieh. Weil, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Ihr versucht das Vieh zu töten. Und du könntest ja eigentlich schon ein Gegengift nehmen, ne? Frage ist nur, ob du jetzt nochmal vergiftet wirst. So. Und du verteidigst dich. Wir haben immer noch einen Zug, ist ja interessant. Wusste ich gar nicht. Gut, wir sind dran. Angriff. Angriff. Verteidigen. Waffen können abnutzen und wenn ein Hieb vom Gegner pariert wird, Schilde können abnutzen, wenn ihre kritische Angriffe pariert. Wenn ein Gruppenmitglied Ziel eines kritischen Angriffs ist, kann ein willkürlich ausgewählter Teil der Rüstung abnutzen. Mhm. Was ist denn das für ein Mist? Was heißt das? Hm, interessant. Na, ihr habt ja keine Rüstung. Da interessiert das ja eh nicht so richtig. Du hast gerade verfehlt, das heißt, ich kann dich jetzt eigentlich einfach nur töten. Gut. Haben wir es wohl geschafft. Oh, jede Menge Zeugs. Cool. Da ist eine Kiste. Boah, was ist das alles? Augapfelamulett. Halskette. Schmuckarmband. Das ist alles nur Zeug zum Verkaufen, oder wie? Alles plündern? Neue, bei euren Abenteuern erbeutete Rüstungsgegenstände können entsprechend aus den Plätzen des Charakters zugeordnet werden, wenn er Fähigkeit besitzt, diese anzulegen. Okay. Hat aber keinen Sinn, oder? Hast du jetzt was davon? Hat sich nichts verändert, ne? Nö, also lässt es. Gut. Da hinten ist noch eine Schatztruhe, cool. Looting, Silberring, kann nix. Lehrlingskugel, die ist stärker als meine aktuelle. Dann nutzt du die mal, Edle. Hier hast du eine neue Kugel. Hä? Achso, war ich falsche. Die hier. Genau. Na dann. Haben wir das erstmal. Und da jetzt wahrscheinlich neue Gegner kommen werden, werde ich erstmal heilen, denke ich mal. Ihr beide braucht Mana. Gut. Du brauchst noch nicht dringend Mana, aber du hast auch nicht mehr so viel. 15, 20. Was macht das eigentlich? Rüstungswert der Gegner vermindert sich. Na, das brauchst du noch nicht unbedingt, oder? Der Windstoß ist wunderbar. Den werde ich auf jeden Fall nutzen wollen. Das gibt genau 50 Mana. Eigentlich lohnt sich das jetzt schon zu geben, ne? Okay. Dann machen wir das. Wir haben noch 5. Gut. Wir haben aus den Kisten ein paar rausgezogen. Gibt es hier in den Ecken noch was? Nee, ne? Okay, das scheint alles in Ordnung zu sein. Wir gehen mal weiter. Hier irgendwas? Nee. Da hinten irgendjemand? In der Nähe müssen Feinde sein. Aber ich kann doch nicht angreifen, oder wie? Merkt das ja daran, wenn ich hier Fernkampfangriff habe. Also hier sind Gegner. Ist das viel hässlich. Ist das die Königin? Sie ist viel hässlich. Seid vorsichtig, Schatzjäger. Das ist wahrscheinlich die Spinnenkönigin. Sie ist mit Sicherheit noch gefährlicher als die anderen.
achtbeinigen Ungeheuer. Aber wenn wir sie töten, sind wir das ganze Nest los. Okay, kämpfen wir. Die greift nur an? Autsch. Hat die gerade dreimal... Okay, also das wird jetzt interessant. Was heißt das? Immun gegen Gedanken und Körpermanipulation sowie Gift. Heißt das, ich kann nicht sie zurückstoßen mit dem Windstoß? Das wird ja jetzt interessant. Versuch's mal. Nein. Konnte nicht zurückgestoßen werden. Löst die Fähigkeit Boss aus. Achso, okay. Du machst mal bitte das Teil. Nee, warte mal. Du kannst das stärker, ne? Aber du machst das trotzdem. Du machst Feuerball. Wie sieht man eigentlich die HP von dem Vieh? Gut. Und du machst... Angriffsversuche senken. Mach das ist auch Körpermanipulation sowie Gift. Ja, mach mal das Ding. Abgewehrt. Yeah. Gottes Willen, wie viel macht das Schild noch? Weiß ich nicht. Ich sollte es vielleicht neu casten, oder? Du kannst es nicht mehr casten. Mach du mal das Ding. Oh, verfehlt. Ich glaub's ja nicht. Hast du deine Mana verballert für nix, oder was? Windstoß funktioniert nicht. Dann machst du auch einen Feuerball. Ordentlich Schaden hier, aber die hat extrem viel HP, oder? Wahnsinn. Wie viel HP hast du eigentlich noch? 37, ja, wird knapp. Wenn er nicht kritisch trifft, geht's noch. Ich weiß nicht, ob ich die neu casten sollte. Das waren vorhin... Achso, 15 und 15. Also 30 Schaden. Insgesamt 53. Das heißt, 23 absorbieren wir noch. Das heißt, wir brauchen noch nicht neu casten. Aber du solltest das vielleicht, die Mana-Punkte, sparsam damit umgehen. Gut. Weniger Angriffe, sehr gut. Und du machst deinen Feuerball, oder? Gut. Abgewehrt. Yeah. 28 Schaden. Abgewehrt. Das heißt, das geht auch über die heilige Rüstung hinaus. Sehr gut. Gut, du machst das, genau. Und dann... Ja, du kannst noch Feuerbälle ballern. Ja, das geht noch. 42, okay. Du nutzt aus, dass die heilige Rüstung noch da ist. Und du... Ich sollte ihm Mana-Trank geben, damit er dann heilige Rüstung, wenn das Ding weg ist, casten kann. Gut. 45 Schaden schon wieder. Okay, muss ich vorsichtig sein. Du nimmst jetzt einen Mana-Trank. Wie viel Mana kannst du eigentlich haben? 45. So. Denn du musst danach wieder die heilige Rüstung casten. Du greifst einfach an. Du nimmst auch einen Mana-Trank. Ich hoffe, wir finden genug, dass sich das lohnt hier mit dem Mana-Trinken. Du ballerst wieder deine Feuermagie auf. Irgendjemand muss ja Schaden machen. So. 2 Schaden. Okay. Wir haben nicht mehr die heilige Rüstung, ist klar. Jetzt machst du die heilige Rüstung. Die himmlische. Du hast auch einen Mana-Trank genommen, aber... 25 Mana. Du könntest zweimal heilige Rüstung machen. Aber dann machst du überhaupt nichts anderes. Das heißt... Ich könnte natürlich auch einmal so einen Zauber. Gut. Und du greifst Fernkampf. Ne, warte mal, Nahkampf. Nee. Ach, keine Ahnung. Wir haben noch 3 Mana-Tränke. Ich würde die gern für die heilige Rüstung aufheben. Na, ja, verfehlt. 14, 28. Okay, nächsten Zug macht's also noch gut. Du machst mal wieder. So. Vermindert Rüstungswert um. Sehr gut. Du hast noch. Kannst noch einmal machen. Du verteidigst dich mal. Und du machst Fernkampf. Wieder verfehlt. Abgewehrt. Gut. Wir müssen neue heilige Rüstung casten. Gut. Du greifst an. Gut.
Und du machst Fernkampf an. Gut. Quadro 11 ist vergiftet. Das ist nicht so gut. Nebenbei gesagt. I don't feel so good. Aber nur 11 Schadenspunkte absorbiert. Das heißt, wir können noch 15, 30, 44, 55. Das heißt, die absorbiert noch 3 Schadenspunkte. Ach Gott. Das heißt, du nimmst einen Mana-Trank. Du. Eigentlich wäre es besser, wenn du auch einen Mana-Trank noch nehmen würdest, aber ich brauche die für die heilige Rüstung. Du versuchst so einen Angriff, genau. Bleibt die Rüstung eigentlich reduziert? Wahrscheinlich. Und wir hoffen jetzt mal, dass wir überleben, wenn wir jetzt getroffen werden. Du müsstest ja so theoretisch. Genau. Gut, gut, gut. Die Rüstung hat absorbiert und die ist immer noch drauf. Verstehe ich gar nicht. Okay, okay. So. Du greifst an. Abgewehrt. Was ein Mist. Oh, sag mal. Ihr könnt aber auch mal treffen, ne? Wir haben noch die Heilige. Ich verstehe nicht, wieso die Heilige Rüstung noch drauf ist. Wir müssen das Vieh töten. So langsam. Okay, ihr seid beide vergiftet. Geht aber noch. 18. 14. Den könnte ich vielleicht sogar töten, wenn ich jetzt das Richtige mache. 9. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Eis triffst, müsste die tot sein. Ansonsten stirbt mir einer weg wahrscheinlich. Yeah! Geschafft. Oh. Quatsch nicht alle durcheinander. Heilung durch Level-Up. Wunderbar. Wenn ihr einen Feind besiegt oder einen Auftrag erfüllt, erhaltet alle Gruppenmitglieder eine gewisse Menge Erfahrungspunkte. Wenn ein Charakter eine Charakterattribut und Fertigkeitspunkt, die nach Belieben verteilt werden können. Okay. Wir haben das Vieh besiegt. Wir haben bestimmt auch einen Haufen gedroppt gekriegt, was ich jetzt nicht gesehen habe. Ein Schild. Unbekannt. Das muss ich identifizieren. Okay. Vitalitätselixier. Dauerhaft um 1 erhöhte Vitalität. Und ihr habt auch einen Punkt. Attribute, Punkte, 4 Punkte übrig. Okay, du hast 99 HP, du hast 91. Wenn ich dir das gebe, hättest du Vitalität 95, 94 dann. Sie hat schwächere Rüstung später mal als er. Der Ring kann auch nichts. Du kannst bestimmt noch einen Ring tragen, oder? Nimm du mal das Elixier. Genau. Das Schild, kannst du das tragen? Nee. Hast du eigentlich eine Einhandwaffe? Ja. Gut, wir können leveln, so wie es aussieht. So, ich müsste vielleicht mal das Gift hemmen, ne? Hier ein Gegengift, hier ein Gegengift. Und dann leveln wir mit allen. Also, du kriegst... Simon, also kriegst genau 100 HP und dann mach mal ein bisschen Schaden mehr. Wenn mal Glück macht, Kritrate und Ausweichen. Wir machen mal eins so. Bestätigen. So, jetzt hast du 100 HP, sehr gut. Du bist auch so ein bisschen Tank, aber ein bisschen auch Magie. Auch wenn es bisher noch nicht so sehr danach aussieht. Du hast aktuell 99 HP, danach hättest du 103. 107. Ich werde mal. Du greifst doch ab und zu im Nahkampf an. Ich sollte vielleicht ein paar Punkte auf Nahkampf für dich mitmachen, oder? So, und. Gib dir mal ein bisschen mehr Mana. So. Du? Ach, Fertigkeitspunkte haben die auch gekriegt, ne? Na egal. Gucken wir gleich mal. Du bist die später mal Heilerin. Du brauchst aber jede Menge Mana, um deinen Kram zu casten. Zum Beispiel die Rüstung. Wäre es wunderbar, wenn du da mehr Mana hast. Damit bist du bei 88, 91 Mana, 94. Und hiermit hast du dann auch mehr, warte mal, ich mach mal 91 Mana und dann hier
mehr Resistenz für Dingens. Hier, die Rüstung. Die müsste jetzt genau 60 HP, macht die jetzt schon Resistenz. Du machst bitte... hier, warte mal. Du bist total auf Damage gegangen für deinen Zauber. Aber dir fehlt Mana manchmal, finde ich. Dann machen wir 3 Punkte hierauf. Und noch ein bisschen mehr Damage für deine Zauber. Wobei, du kannst auch einen Fernkampf benutzen, ne? Fernkampfschaden war hier. Ach, hier. Zaubern. Magier, Mana-Tränke ausrüsten und so. So, wie kommen wir zu den Fähigkeiten? Hier. Du könntest jetzt hier was erhöhen. Wenn ich hier Plus drücke... 3 Fertigkeitspunkte, cool. Könntest, du hast Armbrust. Wenn ich das jetzt plus mache. Ah, das wird nur immer ein Stück erhöht. Aha. Okay. Also zumindest kannst du die Armbrust tragen. Dann kriegst du. Warte mal, wenn ich hier irgendwas erhöhe. Kriegt man hier irgendwann einen Zauber dazu? Die muss man wahrscheinlich kaufen, oder? Ja. Weithändige magische Foki. Okay, was auch immer das ist. Ich sollte ihr übrigens noch eine Fernkampfwaffe geben. Das heißt, bei ihr werde ich dann einen Fernkampfskill leveln oder sowas, wenn das gibt, wenn es das gibt. Ausweichen und Ausdauer wäre vielleicht auch nicht doof, oder? Ausdauer ist für die Tanks dann gut, okay. Was macht das hier? Dass sich Magie... Widerstände gegen alle Klassen erhöhen sich um 1, okay. Maximales Mana erhöht sich. Das wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht, ne? Aber noch nicht gleich am Anfang. Erstmal gehen wir mal auf. Wir nutzen hauptsächlich mit dir Luftmagie und Feuermagie. Das heißt, wir werden einfach mal Luftmagie steigern, oder? Was haltet ihr davon? Ich würde mal sagen, wer sich jetzt, wem das Spiel gefällt, der kann ja mal sagen, was ihr so sagt, wo ich die Leute alle leveln soll. Ich würde das speichern und würde dann beim nächsten Mal hier weitermachen und ihr sagt, worauf ich die Sachen setzen soll. Also mein Fokus wäre jetzt Luftmagie oder eben irgendwas, was die Magiekraft da erhöht bei ihr. Dann bei ihr würde ich sagen, eine Fernkampfwaffe, damit sie einen Bogen benutzen kann überhaupt. So in der Richtung. Und... weil sonst kann sie keinen Bogen benutzen. Und ansonsten eben auf... was machst du? Die Seelenrüstung, die himmlische Rüstung. Lichtmagie würde ich dann erhöhen bei dir. Und vielleicht dann auch noch Wassermagie. So, bei ihr, beim Quadro-Elf... mir fällt gerade auf, Baal ist ganz schön mit Frauen umgeben. Beim Quadro-Elf würde ich vermutlich irgendwie Richtung Schild und Waffe gehen... dass du eine Einhandwaffe nehmen kannst vielleicht. Und auch die Rüstung vielleicht. Wahrscheinlich ja die Rüstung sogar. Ja. Rüstung und sowas alles. Also dass er ein bisschen mehr Def und Nahkampffähigkeiten kriegt. Also Schild, Def und Nahkampf, den Streitkolben und sowas alles. Und bei Baal halt allgemein Def. Das hier ist, damit er dieses taunten kann. Leichte Rüstung, Ausdauer, Fernkampf braucht er nicht. Lichtmagie ist auch diese Rüstung. Wenn ich das erhöhe, erhöht das nicht nur den Schaden, oder? Sondern auch das Ding wahrscheinlich. Weiß ich nicht genau. Schwere Rüstung, was heißt das hier? Ach, da werden immer Angriffswerte abgezogen. Ich erinnere mich, das stand ja da. Und wenn man das erhöhen, wird weniger Angriffswerte abgezogen. Aha. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann kannst du eine ordentliche Rüstung tragen, wenigstens. Und bei Schild? Abwehrchance. Okay, das heißt, wir haben eine höhere Abwehrchance. Interessant. 2 zusätzliche Abwehrversuche. Okay. Ihr habt gesehen ungefähr, was es ist. Arkane Disziplin macht Widerstand gegen Magierschulen. Das heißt, er hat mehr elementare Widerstände. Das könnte man leveln. Waffen
Naja, gut, der hat nur das Schwert und braucht jetzt nicht unbedingt einen Streitkolben. Streitkolben würde ich bei ihr vielleicht machen. Und ansonsten eben, naja, magische Sachen braucht er jetzt auch nicht unbedingt, weil er ja Tank hauptsächlich spielt. Was macht das hier? Maximale Mana. Wieso heilt das die maximale Mana um 4%? Ist so Blödsinn. Naja, egal. Gut, ihr wisst Bescheid. Ihr entscheidet, wenn ihr nichts sagt, die nächste Folge kommt dann vermutlich Montag, würde ich dann selber wieder überlegen, was ich da mache. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren nicht vergessen, Like geben, wenn es euch gefallen hat und ja, in die Kommentare, was ihr denkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.